Wo machst du denn nicht? Ja, ich habe aber mit Mittelfinger. Hat jetzt gejuckt. Das hat jetzt Mittelfinger. Ja, dann machen wir nicht. Mit Zeigefinger, mit Finger. Sascha von verrückte Touren. Sascha von verrückte Touren. Sascha von verrückte Touren. Dann sage ich mal Hallihallo und herzlich willkommen bei Sascha von Verrückte Touren. Ja Leute, grüßt euch alle miteinander. Wie ihr schon gehört habt, Sascha von Verrückte Touren, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin jetzt hier einmal bei meinem Bruder Nino von dem Kanal Unterwegs mit Nino. Den kennt ihr wahrscheinlich schon von verschiedenen Videos von mir. Ja, ich bin jetzt gerade hier in Porz an der Ecke. Wie heißt die Ecke? Im Natur- und Erholungsgebiet Leidenhausen. Genau. Ja, und ich möchte mir natürlich mal hier Leidenhausen angucken. Hier gibt es eine Pferderennbahn. Dann gibt es natürlich auch näher Köln-Bonn, wo die Flugzeuge hochfliegen. Ja, und wir wollen uns heute mal ein bisschen unterhalten über die nächsten Videos, die wir natürlich jetzt noch planen mit Kajak und so weiter, Autokochen. Ja, da werden wir uns nochmal schön unterhalten, wie wir alles planen. Und besonders bei dieser Community-Treffen, da werden wir uns auch noch unterhalten. Wie gesagt, Nino und ich, wir haben ja versprochen, dass wir da echt was Dickes, Fettes rausknallen. Und wenn ihr auf jeden Fall dabei bleiben möchtet auf meinem Video oder jetzt hier im Kanal, dann bleibt auf jeden Fall dabei, schaltet nicht aus und ich würde sagen, los geht's, viel Spaß bei diesem Video. Ja, Nino. Also dieser Weg hier, das ist richtig schön hier, dieser schöne Wald. Und hörst du, die ganzen Vögelchen? Cool, ne? Ja. Das heißt ja auch Natur- und Erholungsgebiet Leidenhausen. Ja. Also das ist immer für mich Natur pur hier irgendwie. Ja, das ist auch Natur pur, ne? Also die Luft schon alleine. Jetzt hat es auch gestern so stark geregnet, Leute. Ist natürlich der Boden natürlich aufgeweicht. Und jetzt riecht man natürlich auch die Nässe von dem Regen. Das ist immer so ein bestimmter Geruch, ne? Also ich mag das, ne? Ich mag das. Oh, hier eine Schnecke. Oh, ja. Eine schöne Waldschnecke. Da muss man natürlich aufpassen. Die darf man natürlich auch nicht irgendwie aus Versehen kaputt treten, ne? Ja. Nino ist gerade die Schnecke am Filmen. Und Nino will sich besser die Schnecke aufheben und dann hier in das Gras reinlegen, bevor ein Radfahrer kommt oder Fußgänger. Oder Leute, dann wird die nachher platt getreten. Die sieht so schön aus. Jetzt hat die Fühlerchen wieder eingefahren. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass du die Schnecke nimmst und dann schön auf der Seite hinlegst. So. Und dann tun wir die hier. Oh, wie süß. Da ist ein Grüne. Guck mal, Leute, wie süß die Schnecke. Ja, richtig toll. Ach, hast du toll gemacht. So, jetzt wie viele Kilometer wären das jetzt ungefähr, die mir jetzt schön wandern, wir beide? Boah, Sascha, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin mal so ähnlich mit dem Herbie die Strecke hier gelaufen. Ja. Und das waren damals so knapp 10 Kilometer. Aber ich weiß es gar nicht, wie viel. Ich denke mal, vielleicht gehen wir 5 Kilometer oder so. Ja, das reicht auch 5 Kilometer. Reicht ja vollkommen. Wo ich natürlich neugierig bin, ist natürlich, hier ist ja direkt Köln-Bonn, der Flughafen. Und ich liebe Flugzeuge. Und ich weiß, ich glaube, letztes Mal Flugzeug geflogen. Aber natürlich die Flugzeuge von unten zu besichtigen, wenn die natürlich so über deinen Kopf fliegen, das ist natürlich ein bisschen aufregend. Also das finde ich richtig toll. Ja, vielleicht hängen wir uns beide dran, ne? Ja, nee. Mal gucken, ne? Ich meine, ganz ehrlich, ich bringe dich zum Spot. Ja. Ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung, wegen dem Naturschutz. Weil die Warner Heide, wo der Köln-Bonner Flughafen ist, steht ja unter Naturschutz. Ja. Aber da gibt es ein Place, da hast du, glaube ich, 20, 30 Meter über dir. Aha. Fliegen die Flugzeuge weg oder kommen rein. Okay. So. Und da möchte ich gleich mit dir hingehen. Und wir gehen jetzt hier so ein bisschen an der Rennbahn vorbei in Leidenhausen. Toll. Dann gehen wir hoch in die Warner Heide. Ja. Und von da
gehen wir dann nachher über die Kölner Straße, überqueren wir dann und dann gehen wir halt Richtung Flughafen. Ja, super. Und ja, das werden vielleicht 4-5 Kilometerchen sein. Mhm. Also nichts Wildes. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich total fußfaul. Ne? Ja, ja, eigentlich ich aber auch. Ehrlich. Aber ich bin eigentlich auch fußfaul. Aber bei 5 Kilometer oder 7 Kilometer oder 8 Kilometer, lass es vielleicht 10 Kilometer sein. Ab 11 Kilometer kann er die nämlich tragen. Ne? Das ist ein Wort. Ne? Und ja, ich würde sagen, Leute, ich sehe gerade, hier ist die Rennbahn. Nino, ja. Hier ist die Rennbahn schon, ne? Hier ist ne? die Rennbahn, richtig. Leute, hier ist die Pferderennbahn. hier laufen, also so wie ich gerade auch mitbekommen habe, laufen am Tag viermal, also gibt es 4 Runden, wo die Pferde vorbeilaufen, ne? Ja. Also das haben wir gerade so mitbekommen von einem älteren Mann. Hier, das ist auch wunderschön. Guck mal, Sascha. Ja, toll. Da wurde dann aus einem Baum. Ja. Schöne Sitzplätze aus gemacht. Aus einer Wurzel halt. Guck doch mal, wie schön. Gemacht. Toll. So, hier mal da kurz. Sitzt der Nino da. Kurz Päuschen. Ja. Mal chill. Ich meine, das Gute ist ja, ne, der Nino kann sich schön auf den Baum setzen, ne, auf den Baumstamm setzen. Und ich kann mich natürlich auf den Nino drauf setzen. Das geht natürlich auch. Oh, fängt das Loveboat wieder an. Das Loveboat, ja. Ich meine, wir waren ja schon geheiratet in der Kirche, weißt du, in Lost Place. Oh ja. Stimmt, in Belgien. Da. Ja. Wir beide gerade ausgehen, dann geht, wenn das als Zeitlupe ist, dann sieht das richtig geil aus. Wenn wir so beide so gehen. Ja, ja, Mann und Frau oder was? Kannst du noch nicht. Okay, weiter geht's. Schon lange seid ihr unzertrennlich, seid für euch da lebenslang. Denn ihr gehört sein Herz und ihm gehört ihr Herz. Seit so vielen Jahren für alle ewig. Toll. Ja, Leute, ich habe mich gerade. So, ah, hier ist ja. Alles voll. Oh. Ja. Leute, ich habe mich. Also. Leute, ich habe mich gerade so erschrocken. Wir sind gerade hier vorbeigegangen und haben diskutiert. Auf einmal gingen diese Sprinkler an von dieser Pferderennbahn und das war so laut, so ein knackes Geräusch, wo ich gedacht hatte, jetzt bricht irgendwie. Wenn er gegen hört den ihr Baum, das, Leute? Wenn er, ja, wenn er gegen den Baum das schießt. Knallt so und das hat so angehört, so als eine. Ja, du kennst das, ne? Du kennst die Geräusche ich hier. Ich bin halt nicht schreckhaft. Tut mir boah, leid, ich habe gerade gedacht, ey, leck mich am Arsch. Also Leute. Wirklich, ich bin wirklich. Also. Wirklich nicht wirklich schreckhaft. Also auch so mit Erschrecken und so. Ja. Selten. Aber, ich bin aber, schreckhaft. Aber wenn man mich erwischt, dann erschrecke ich mich auch. Also wenn Leute, mich Leute erwischt, wir lassen uns mal was einfallen, damit Frage. Wir den Nino mal erschrecken. Oh, da stehe ich. So da. Ja, in Lost Place erschrecken wir den mal im Keller. Aber sonst habe ich keine Angst. Nee. Nee. Aber Leute, ich habe mich gerade so erschrocken, ey, so zusammengezuckt. Ja, und diese Sprinkler, die haben natürlich so eine Kraft, dass die wirklich eine Reichweite erreichen, weil waren locker 10, 15 Meter. Und deswegen haben wir schon ein paar kleine Tropfen abbekommen, ne? Aber schadet uns ja nicht, uns ist eh warm. Lines all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from, all those lines flip where they're from. Ja Leute, jetzt stehen wir gerade an dem Leidenhausener Schild, Erholungsschild. Erholungsschild, ich wollte schon besoffen. Ja Leute, jetzt stehen wir hier an dem wunderschönen Schild hier von Leidenhausen. Da ist natürlich alles beschrieben, wo was ist, hier ist ein Wildgehege. Warner Heide ist natürlich hier, Wasserwerk, Grillplatz, da könnten wir natürlich auch grillen, wenn wir Grillzeug bei hätten. Aber leider haben wir ja nichts bei, ein Spielplatz. Alle Räumungs... hier, Jahresbäume, Allee der Jahresbäume.
Sieht natürlich auch toll aus. Wildgehege ist toll. Oben ist ein Kaffee, da können wir Kaffee trinken. Ist das weit von hier? Ja, dann müssen wir jetzt da runter. Also ja, ungefähr okay. 400 Meter. Sollen wir Kaffee trinken? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nee, ist da erst Mittag. Okay, alles klar. Sollen wir eine Cola trinken? Nein, wir gehen weiter. Sollen wir ein Steak essen? Nein, noch keine Pause. Ist noch keine Pause, Sascha. Und ich schlage dich ein. Ich lass dich mit essen. Warte doch mal. Wir wollen doch später erst essen. Ich habe abgenommen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Aber guckt mal selber, macht mal einen Einblick hier drauf. War verkehrt, macht mal einen Einblick hier drauf. Ja, Leute. Was ist los, Hüb? Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Aber schaut mal auf diesem Plakat selber drauf und macht euch mal ein eigenes Bild. Urbach, Grängel. Ja, wir sind im Endeffekt sind wir jetzt hier oben. Ja. An dem Punkt. Wir gehen jetzt gleich hier über die Kölner Straße oder über die Grängler Mausfahrt. Ja. Rein in die Warner Heide und dann kommen wir nachher zum Flughafen. Dann müssen wir hier wieder zurück. So, hier gibt es halt eine Greifvogelstation, da gibt es ein Gehege und da gibt es auch das Café für den Sascha, wo wir aber keinen Kaffee trinken gehen. Ja, also wie gesagt, Naturerholungsgebiet Leidenhausen ist wirklich wunderschön. Demnächst, wenn der Sascha mal hier ist, dann gehen wir mal vielleicht die ganze Runde, dann gehen wir auch mal in das Wildgehege, an die Greifvogelschutzstation. Also ist auch sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wann die offen hat. Da müssen wir mal gucken, wann die offen haben. Vielleicht dürfen wir da auch filmen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr schön Erholungsgebiet Leidenhausen. Ja, Leute, jetzt sind wir hier an der Warner Heide, an Königsforst. Und jetzt sind wir hier auch wieder an der Tafel, wo das ganze Gelände komplett abgebildet ist. Die Größe und die Fläche von der Warner Heide ist jetzt hier nicht drauf abgebildet, aber es ist verdammt groß. Ja, und da sieht man natürlich noch hier ein Militär. Sicherheitsbereich ist natürlich hier, ja, das ist der Flughafen Köln-Bonn, der liegt auch direkt hier in der Nähe und ja, hier haben wir auch verschiedene Parkplätze, also das ist ja riesengroß, das geht bis Rad rauf, bis unter Eschbach. Und Leute, das geht bis unter Eschbach geht das, Wahnsinn. Ja, da würde ich sagen, dann, und jetzt befinden wir uns natürlich hier im Naturschutzgebiet, hier ist natürlich ein Sicherheitsschild für alle Besucher, alle Radfahrer. Also hier steht natürlich drauf, liebe Besucher, Besucherinnen, das Naturschutzgebiet Warner Heide dient der Erhaltung der Lebensräume vieler zum Teil seltener Pflanzen und Tiere. Der Landschaftsplan verbietet daher in diesem Gebiet unter anderem auch das Verlassen der zugelassenen Reit- und Fußwege. Das heißt, da dürfen wir nicht langlaufen, auf den Reiterweg nicht, auf den Fußwegen nicht. Die zugelassenen Fußwege sind durch rote Pfähle markiert. So, da muss man natürlich auch drauf achten. Und das unangenehme Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze und der dafür zugelassenen Straßen sind auch verboten. So, die Ablagerung von Abfällen aller Art, auch Gartenabfälle, obwohl es ja eigentlich auch Grünzeug ist, und ne, aber ist auch verboten. Klar, wenn es jeder machen würde, würde es natürlich aussehen wie Sau. Und das Pflücken von Pflanzen und Fangen von Tieren ist auch verboten. Ich meine, das ist klar. Aber wenn man mal so ein Pflänzchen pflückt oder sowas, im Endeffekt. Aber gut, das sind natürlich rechtliche Vorschriften und da muss man wirklich auch sich dran halten. Und das Ausführen von Hunden ohne Leine und das auch Anleinte laufen lassen, außer der zugelassenen Wege, sind auch verboten. Ja, Leute, wie gesagt, wenn in Naturschutzgebieten reinkommt, wo natürlich Hundeleinpflicht sind, lasst die Tiere. Lasst eure Hunde wenigstens an der Leine, weil falls man das Ordnungsamt kommt oder die Stadt und sieht das natürlich, dann kannst du natürlich auch ein Bußgeldverfahren geben von 20, 30, 40 Euro. Die gestaffelten Reihen weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber das sollte man wirklich lassen, weil letzter Zeit haben wir ja viel Probleme mit Naturschutzgebieten und. Das war ja vor kurzem so im Umlauf oder aktuell. Deswegen da echt drauf achten und sich auch dran halten. So. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir gerade so schön hier in einem Naturschutzwald rein. Und was höre ich natürlich wieder? Richtig tolle Vögel. Dieses Vogelgezwitscher, ich liebe sowas. Ich liebe so Vogelgezwitscher. Ja, Leute, jetzt sind wir hier an der Kölner Straße.
die Kölner Straße bin ich schon so oft gefahren, weil ich hinten in Neubrück gewohnt habe. Neubrück ist circa 4 Kilometer oder 5 Kilometer wieder einwärts Richtung Autobahn. Ja, und hier rechts vor uns haben wir natürlich einen riesengroßen Parkplatz. Ich denke mal so eine Art Wanderparkplatz, wo die Leute ihre Autos abstellen können, wenn die wandern tun. So, und jetzt gehen wir gerade hier so an einem Straßenrand hier. Puh, Leute, ich bin schon platt. Ey, das ist also 10 Kilometer. Na gut, wir sind gerade mal 2-3 Kilometer gelaufen. Wenn man das aber nicht gewohnt ist, dann hat man echt ein Problem. Und da merke ich natürlich schon hinten an meinen Waden. Aber der Nino, der rennt immer weiter. Da ist er. Da, Mr. Django voraus. So. Also mit dem E-Bike hätten wir es leichter gehabt. Ey, das sieht so toll aus. So, jetzt ist aber die Frage, dass wir hier nichts falsch machen. Dürfen wir denn jetzt hier den Weg reingehen, Sascha? Ja, stell mal, den Weg dürfen wir reingehen. Geradeaus, hier ist ein weiter großer Weg und hier ist auch ein großer weiter Weg. Also, und hier ist auch der Balken mit dem roten Pfeil. Das heißt, ja. Es gilt für alles. Ja, weiß ich nicht. So, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache. Da, hinten ist der rote Balken, siehst du? Ja. Das heißt, hier ist der Weg. Also dürfte man jetzt theoretisch... Links dürfen wir nicht langs gehen. Und rechts dürfen wir auch nicht gehen. Rechts und links dürfen wir nicht gehen. Aber hier vorne ist der Balken mit dem roten Zuppel. Oder wie das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfen wir nur diesen Weg gehen. Ja, Leute, das ist natürlich auch kurios von Naturschutz, ne? Also wenn man verlangt, dass man wirklich auf diese Wege bleibt, dann sollte man auch wirklich links und rechts die Wege, die natürlich auch so breit sind, auch ein Schild hinstellen, dass man da hier nicht lang gehen darf. Und da wundert man sich natürlich dann auch, dass Menschen hier vorbei spazieren gehen, obwohl dieser Weg genauso aussieht wie der, dass sie da natürlich Ärger bekommen. Das ist natürlich auch nicht recht. Ja, und ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter geradeaus. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig gewesen wäre. Och, wie süß. Hier sind ein paar Ziegen. Richtig süße Ziegen sind hier. Toll. Ja, den hat's uns gehabt, ne? Ja, ich habe auch so eine Zehe. Ich weiß. So, Leute, hier sind wir natürlich hier an diesem wunderschönen Ziel angekommen, wo vom Kölner Flughafen, Köln-Bonner Flughafen, die ganzen Flieger runterkommen und auch wieder starten. Da vorne ist der Zaun. Jetzt geht natürlich hier so ein kleiner Wanderpfad hier rein. Der ist aber nicht öffentlich, der Weg. Da das natürlich ein Naturschutzgebiet ist, wollen wir uns da so ein bisschen dran halten. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier lang gehen, aber es ist nicht erlaubt. Es steht da zwar jetzt kein Schild drauf, aber der Wanderweg, der führt normal hier geradeaus. Und hier sieht man natürlich auch hier, wie die Flieger alle starten und wieder hochgehen. Sascha, mit dem ja, der landet da hinten, ne? Da hinten, ja. Wir können leider nicht weiter rangehen, aber hier hast du die komplette Sicht. Toll. Ja, Leute, hier haben wir die komplette Sicht und das sieht natürlich richtig toll aus. Ich zeige euch das nochmal hier schön. Und ja, und hier starten die auch, ne? Ja. Oder starten die hier hoch, an der Seite? Nein, auch hier. Auch hier, ne? Ja, also kommt drauf an, pass auf, der Köln-Bonner Flughafen hat, glaube ich, 2 Lande- und Startbahnen. Okay. Einmal so, ja, die Richtung. Die? Und einmal so quer. Okay. In der Urlaubszeit. Dann sieht man schon mal die Querrichtung, ja, dass sie nehmen. Oder ich glaube sogar, wie der Wind steht. Ich weiß es gar nicht. Aber oft kommen hier, das ist die Haupteinflugschneise, okay, wo wir jetzt drüber stehen. Ah, okay. Hier, das heißt einmal von Lohmar, Troisdorf, ja, da oben, Siegburg, okay, kommen die dann runter. Okay.
auf die Schneise. Guck mal, du siehst ja, wir sind ganz genau in, den, ja, in, ja, der, ja, Schneise genau drin, in der Schneise drin, also hier, ja, in der Bahn. Und wenn die abheben, kommen die auch hier hoch und die heben dann über uns ab. Oder die kommen halt hier über uns runter. Okay. Deswegen, wir bleiben jetzt mal hier. Wir haben ja Zeit. Der Sascha will ein Flugzeug, nur einen einzigen Flugzeug drauf haben. Wenn wir normalerweise, könnte der Sascha jetzt auch hingehen, den Flyradar sich runterladen. Dann können wir sogar sehen, was hier sich um Flughafen rum marschiert. Da sieht er hier, ich mache mal auch meine Kamera an. Aber für mich ist natürlich immer was Neues zu sehen, wie die Flieger hier starten. Ja, da warten wir jetzt mal erstmal ein Brötchen, ein Brot, ein Döner-Teller, oder? So lange. Der gibt's nachher, wir haben ja gesagt. Hör mal! Ah ne, okay, das ist der Flieger von da. Da sind die Turbinen, okay. Ja, ja. Das hat sich jetzt angehört, als wenn jetzt einer Nein. Aber wir haben ja Zeit. So, und jetzt nochmal zurück, wenn der Sascha, normal müsstest du dir jetzt das Flyradar, diese App runterladen. Mhm. Dann siehst du, welche Flugzeuge wo auch im Anflug sind. Okay. Und da steht auch die Zeit drauf und. Ja, und okay. Ja, ist eigentlich interessant hier so ein Flughafen. Nino, wir müssen mal gucken. Bei mir an der Ecke, wo ich wohne, ist ja der Fliegerhorst. Mhm. So, und der Fliegerhorst, da gehen die Düsen jetzt hoch. Boah, da würde ich gerne, das interessiert ja, mich mal. Und das ist einmal im Jahr, haben die Takte offene Türen, da siehst du, wie die hohen runterdüsen. Aber was für ein Kavenz, mal wie die starten. Das tut so weh in den Ohren. Da habe ich, hab ich Interesse. Boah, da kriegst du so eine Gänsehaut in die Augen. Die fliegen wirklich knapp über deinen Kopf drüber weg. Ja, Düsenjets. Ja, genau. Und du kannst am Zaun, da stehen, ist erlaubt, öffentlich. Am Zaun, da siehst du, wie die kurz über deinen Zaun, über den Kopf hier so drüber hinwegfliegen. Aber so laut, boah, das brummt so in deinen Magen. So, so krass ist das. Guck mal, Schmetterling. Guck mal, wie schön. Ja, und jetzt warten wir einfach mal. Ja, wir haben ja Zeit. Und genießen da. Genießen. Genau. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen zu trinken mit für uns. Weil der Sascha wollte nachher lecker Döner essen gehen. Genau. Döner macht ja schöner, wie ihr alle wisst. Ich habe nichts zu trinken bei. Kannst du mal was? Ja, selbstverständlich. Sascha, ich teile doch, Bruder. Er teilt doch immer. Ja, du bist doch in meinem Herzen drin. Schon. Das ist schön. Das ist schön. Wo ich vorhin gesagt habe. Noch ein Privatjet, ein kleiner. Das ist ein ganz kleiner. So, Leute, jetzt haben wir schon 10 Minuten vorbei. Und jetzt startet gerade noch ein Flugzeug und jetzt wollen wir mal gucken, wie nah der jetzt hier von unten vom Boden abhebt. Ja, ich hoffe ganz nah über dem Kopf. Mal gucken, der kommt jetzt. Ah, der kommt. Da ist Nino. Da ist Nino, da hinten ist er. So, jetzt hebt er ab. Der ist schön nah über uns. Schaut. Da ist er. Uhuhuhu. Sauber. Sauber, sauber. Boah, was da für eine gewaltige Kraft hinter ist. Hinter diesen Turbinen. Boah, wie das brummt, ne? Also einfach nur herrlich. Also dieser Sound gefällt mir sehr gut. Guter Klasse. Spot, Sascha. Guter Spot. Ja? Nino, vielen Dank für deinen tollen Spot hier. Auf ja, jeden gerne. Fall. Richtig toll. Ja, ja das ist richtig sieht tolle man Ecke nicht hier. Alle ne? Tage, ne? Das sieht man wirklich alle Tage. Und nächstes Mal lade ich dich mal ein hier zur Fliegerhorst.
Ja, das ist für mich bei uns hier in der Erfkreis und da geht es auch richtig. Ich war auch damals hier am Flughafen, wo diese Deutschlands größte Maschine, so eine Airbus, diese größte Maschine der Welt. Ja. 380 war das, der Airbus 380. Okay. Ich habe da keine Ahnung von heute. Ich kenne mich da nicht aus. Ne? Aber da war hier diese größte Maschine der Welt oder diese Zyranov oder wie die hieß. Ich weiß, ich kenne mich nicht damit aus. Ne? Auf jeden Fall, da war eine Maschine. Leute. Oh. Und dann gehen wir Döner essen, oder? Ja. Dann ich würde auch sagen, wo machst du denn so? Ja, ich habe mit Mittelfinger. Hat jetzt gejuckt. Das hat jetzt Mittelfinger? Ja. Das macht man nicht. Mit Zeigefinger. Leute, und weg ist er. So, Nino, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zurück. Nee, einer kommt noch. Einer kommt noch. Sascha, einer kommt noch. Ja, und dann werden wir lecker Döner-Teller essen. Ja, da lassen wir es richtig gut gehen. Also ich freue mich auch drauf und schön Eiram dabei. Nee, so muss das nicht sein. Er mag es nicht. Ziegenmilch magst du nicht? Nee. Er mag kein Ziegenmilch. Voll in sein Element, siehst du? Der ist voll in sein Element. Ja, Sascha, ich meine, wenn du schon hier bist und du wolltest das sehen, dann... Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht auch toll aus. Aber Leute, ich möchte doch haben, dass sie über meinen Kopf wegfliegen und landen. Ja. Weißt du, was wir besser mitgenommen hätten? Ein Fernglas. Wir hätten besser ein Fernglas mitgenommen. Guck mal, jetzt geht doch der Qualm hoch. Siehst du das nicht? Ja, ich sehe den Qualm nicht. Echt nicht. Sascha. Ich sehe den nicht. Ich kann jetzt hingucken, ich sehe ihn nicht. Aber du siehst doch das Licht vom Flugzeug. Ja, das sehe ich. Aber der Qualm sehe ich nicht. Das ist kein Qualm, das ist die Beschlagung von deiner Brille. Nein. Der schwarze ist eh ne Qualm, ist in die Jacke ne Qualm. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück. Und die Location hier oben, hier mit dem Flughafen, wo wir natürlich gesehen haben, wie die Flugzeuge angekommen sind, auch abgeflogen sind. Das war richtig spektakulär und das hat mir richtig gut gefallen. Richtig toll, hat auch super gelohnt. Ach, jetzt kommt ein riesengroßer Hund. Okay, einen Moment. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Oh, muss mal aufpassen, weil riesengroß der Hund. Labrador oder sowas war das, ne? Keine Ahnung. Oder deutscher Kangal. So, jetzt höre ich natürlich auch wieder links hinter mir die Flugzeuge. Hey, Sascha, was stehst du denn da, ob du bist? Hey, schön nah, guck das mal an hier. Da bin ich. Siehst du die dicke Vollachs von dem Jungen? Das könntest du sehen. Das sag ich doch. Das kannst du scheinbar abschneiden. Hier von den Eichen da. Ne? Guck mal hier, wa? Junge, wenn du die abkriegst, dann siehst du aus wie Roger Rabbit, du. Da schwöre ich dir drauf. Junge, der ist aber im Saft, Junge. Der ist im Saft, das hier, ne? Ja. Ach, ne, Leute, wie gesagt, erstmal. wir sind so lustig. So. Ja, muss auch sein, ne? So. Ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, na, 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 na. Genau, genau. Und der Rest kommt von ganz allein, heißt es. Genau, der kommt von ganz allein, das stimmt. So, Leute. Jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Nino, es hat mir richtig gut gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Einladung. Gerne, Sascha. Hier an der Warner Heide. Also es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Wir haben mehr gelacht, als wir gegangen sind. Und es war wieder richtig toll. Und ja, das nächste Mal gucken wir mal, wie wir es hinbekommen, dass wir hier mit den E-Bikes hier die ganze Heide, Warner Heide entlang fahren. Ne? Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, wir gehen jetzt was Leckeres essen. Ich habe schon richtig Kodamm. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, schaut mal beim Nino auf seinem Kanal vorbei, unterwegs mit Nino. Der wird sich natürlich freuen über richtig tollen Support und Like und alles, was dazugehört. Der hat es richtig verdient, richtig toller Kerl. Und wie gesagt, Leute. Danke, 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 Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst einen Daumen beim Sascha nicht, die Glocke da oben. Leute, in diesem Sinne, Sascha, knallt die Butz fort, bleibt gesund. Genau, macht gut und schwingt der Hut. Ciao. Schließt eure Augen und gebt euch die Hand. Halt
haltet euch fest, ein Leben lang. Schenkt euch Liebe und Vertrauen, seid für euch da lebenslang. Eure Liebe ist ein starkes Band, nun geht ihr weiter, Hand in Hand. Schon lange seid ihr unzertrennlich, seid für euch da lebenslang. Denn ihr gehört sein Herz und ihm gehört ihr Herz. Seit so vielen Jahren für alle Ewigkeit. Und heute ist euer Tag. Und was auch kommen mag, gemeinsam seid ihr stark für alle Ewigkeit. Ach, könnten sie mit euren Augen sehen, dann würden alle die Liebe verstehen. Sind auch verschieden unsere Seelen, eure sind schon lange eins. Denn ihr gehört sein Herz und ihm gehört ihr Herz. Seit so vielen Jahren für alle Ewigkeit. Heute ist euer Tag. Und was auch kommen mag, gemeinsam seid ihr stark für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit.